بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht und freue mich, dass wir heute die letzte Sure von Juz'am behandeln werden und somit nach längerer Zeit unsere Reihe über den sogenannten Tafsir Maudu'i, das heißt thematischen Tafsir, wo wir ja nicht so tief in die Verse hineingehen, wo wir es eigentlich trotzdem gemacht haben, sondern uns mehr mit der Sure an sich beschäftigen wollten und dem Aufbau der Sure, dass wir das zum Ende gebracht haben und sogar eigentlich schon fast Tafsir gemacht haben, also wirklich etwas ausführlicher über die Verse gesprochen haben und dass wir somit Alhamdulillah Juz'am jetzt abgeschlossen haben, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, was eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir werden Juz'am in 2 oder 3 Teile aufteilen. Ich muss gucken, wie weit ich heute komme, je nachdem, wie tief wir auf einige Aspekte eingehen werden, insha'Allah ta'ala. Und haben dann, alhamdulillah, diese Reihe abgeschlossen. Surat An-Naba. Eine Sura, welche einige von euch sicherlich auswendig können, die auch relativ bekannt ist. Und die Sura, nach der auch der gesamte Juz, der letzte Juz des Koran benannt wurde, nämlich Juz'am. Juz'am geht zurück auf Surat Am. Surat An-Naba hat verschiedene Namen. Ist nicht nur unter einem Namen bekannt. Und das ist häufig bei auch anderen Suren so. So ist sie bekannt unter dem Namen Surat An-Naba. Aufgrund des Wortes An-Naba in dieser Sura, wo es um diese Kunde geht, über die wir gleich sprechen werden, insha'Allah ta'ala. Manche haben sie auch einfach nur Surat Amma Yatasa'alun genannt. Manche Surat Amma ohne Yatasa'alun. Manche haben die Surat At-Tasa'ul genannt. Surat At-Tasa'ul, weil Yatasa'alun, das ist der sozusagen der Mostar, was ist ein Mostar auf Deutsch? Wie kann man Mostar auf Deutsch sagen? Also eigentlich sagt man Infinitiv, aber im Deutschen ist es ja immer auf Verben bezogen. Es ist sozusagen, also Tasa'ul ist dann das Nomen. Ja, das Nomen von Yatasa'al, ja, also von dem Verb, ja, das Nomen von dem Verb. Und manche haben es auch Surat al-Mu'sirat genannt. Warum? Ja, weil Mu'sirat nur in dieser Sura vorkommt, ja, im gesamten Koran. Und daraus lernen wir noch einmal etwas ganz, ganz Wichtiges, und zwar, dass die Surennamen nicht immer auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückgehen. Wie nennt man das denn, wenn etwas auf den Wahi, das heißt auf die Offenbarung zurückgeht, und auf der anderen Seite, wenn etwas auf die Gelehrten zurückgeht, was sie dann aus den Versen entnommen haben und sich dann und selbst dann ihre Meinung entwickelt haben diesbezüglich. Es gibt da so 2 Begriffe für. Genau, barakallahu fik. Tawqifi und Tawfiqi. Was ist Tawqifi? Das sind so 2 wichtige Begriffe, die man sich einfach mal merken sollte, insha'Allah ta'ala. Wenn ich sage Tawqifi, dann bedeutet das was? Dann bedeutet das, dass es hier eine Sache ist, wo die Meinung keine Rolle spielt. Die eigene Meinung. Wo ich etwas nicht selbst hergeleitet habe, sondern wo ich bei dem stehen bleibe, was Allah Ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgelegt haben. Das nennt man was? Tawqifi. Habt ihr Beispiele für Dinge, die Tawqifi sind? In Bezug auf den Koran. Ja? Beispielsweise die Reihenfolgen, der Suren. Das ist nach den meisten Gelehrten was? Tawqifi. Was eindeutig Tawqifi ist, ist was? Die Reihenfolge der Ayat. Ja, da ist eindeutig, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das durch Jibril alaihi salam oder über Jibril alaihi salam
dann so festgelegt hat für die Umma. Ja, er hat eine Offenbarung erhalten und das ist dann dementsprechend was? Tawqifi. Das Gegenpendant zu Tawqifi ist was? Tawfiqi. Hört sich ähnlich an, wie diejenigen, die kein Arabisch können. Ja? Tawfiqi kommt von Tawfiq. Und Tawfiq heißt Unterstützung. Also ich gelange zu einer Meinung mit der Unterstützung Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich strenge mich an und versuche dann etwas herzuleiten. Und das nennt man dann was? Tawfiqi. Und das kann beispielsweise in Bezug auf die Suren des Koran sein, auf einige, ich meine, auf die Namen der Suren des Koran bezogen sein. Ja, was ist noch Tawfiqi? Habt ihr noch andere Beispiele für Tawfiqi? Die Namenssuren? Kennt ihr noch, fällt euch noch was anderes ein, was Tawfiqi ist? Ja? Wie bitte? Ja gut, das ist ja so von Allah festgelegt worden. Nur das heißt, man versucht das halt zu erforschen, aber das ist ja nicht eine Sache, wo man jetzt, sage ich mal, einen Namen heraussucht. Die Einteilung, sehr gut, die Einteilung der Ajza, das ist was? Tawfiqi. Dass man 30 Juz hat und jeden Juz nochmal in einen Hizb unterteilt. Ja, das ist dann auch wiederum Tawfiqi. Oder beispielsweise der die ganzen Zeichen innerhalb des Mus'haf. Das ist Tawfiqi. Das wurde erst später alles entwickelt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht festgelegt. Ja, das nochmal vielleicht ganz, ganz wichtig. Also, wir haben verschiedene Namen für diese Sura und diese Sura ist eindeutig eine mekkanische Sura, eine rein mekkanische Sura. Manche Gelehrte sagen, dass es die Sura Nummer 80 ist hinsichtlich der Herabsendung, also eher spätmekkanisch. Aber es gibt die Aussagen von Abdullah ibn Abbas, dass es sich eher um eine Sura handelt, die relativ früh herabgesandt wurde. Und zwar wird überliefert von Abdullah ibn Abbas, كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب فنزلت عما يتساءلون. Die Quraysh, ja, haben sozusagen, als der Koran herabgesandt wurde, zusammengesessen und haben sich darüber unterhalten. Einige haben ihn geglaubt und einige haben ihn abgelehnt und verleugnet, woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala dies herabgesandt hat. Und es gibt auch eine Überlieferung, ja, was dann Al-Hasan al-Basri überliefert, لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت عما يتساءلون. Als der Prophet صلى الله عليه وسلم zum Propheten berufen wurde, kam diese Sura herab. Was darauf hindeutet, dass diese Sura wahrscheinlich eher etwas früher herabgesandt wurde, ja, und nicht so spät in Mekka herabgesandt wurde. Ja, da gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten, weil es nicht eindeutig ist. Wir haben keine eindeutige Überlieferung, aus der hervorgeht, dass die Sura genau zu diesem Zeitpunkt herabgesandt wurde. Kennt ihr Verse oder Suren, wo wir eindeutige Belege haben, wann sie herabgesandt worden sind? Vielleicht die Schwestern. Ja, bitte. Ich verhöre dich gar nicht. Surat al-Kafirun. Okay. Ja, wann wurde sie herabgesandt oder wie? Was ist da als Offenbarungsanlass? Genau, die Angebote der Quraysh, ja, woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura herabgesandt hat. Wobei man auch nicht ganz genau weiß, wann das war. Nicht ganz genau. Ja, aber man geht davon aus, dass es dann auch in Mekka gewesen sein muss. Gibt es Suren oder Ayat, die ihr kennt, nur als Beispiel, damit wir das auch nochmal verstehen und verinnerlichen, die, wo wir eindeutigere Belege haben, wann sie herabgesandt worden sind und wo? Surat al-Masad, ja? Wann? Genau, richtig, ja? Kurz nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angefangen hat, ja, die Botschaft dann seiner Familie zu übermitteln, ja, als er sie eingeladen hat zu sich nach Hause und dann die bekannte Geschichte, wo dann Abu Lahab sagte, Tabban laka sa'ira yawm ali hadha jama'atana, ja, verflucht sei den restlichen Tag, dann hast du uns hierfür versammelt. Woraufhin dann das herabkam, das war ungefähr im dritten Jahr, nachdem er dann Prophet wurde, weil wir wissen, dass nach circa 3 Jahren Allah subhanahu wa ta'ala vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangt hat, dass er seine Familie warnen soll mit dem Wort Mu'anzir
عشيرتك الأقربين. Kennt ihr noch andere Beispiele, damit uns das noch ein bisschen klarer wird? Vielleicht Beispiele, wo wir sogar genau den Tag kennen. Es gibt Beispiele, wo wir genau den Tag kennen. Ja. Barakallahu fik, sehr schön. Ja. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Ja? Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat gesagt, ich weiß ganz genau, wann sie herabgesandt wurde, diese Ayah, ja, an welchem Ort sie herabgesandt wurde. Nämlich während unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, am Tag von Arafa, ja, bei Arafa gestanden hat, subhanallah, ja, wurde dieser Vers herabgesandt. Und da sehen wir, bei manchen wissen wir das ganz genau und bei anderen können wir das nicht ganz genau sagen, wie beispielsweise bei der Sure, welche wir heute behandeln. Gut, es handelt sich also um eine klar mekkanische Sura. Und diese Sura ist aufgeteilt in verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt ist eine Art Einleitung zu der Sura. Eine Einleitung, ja, die beginnt von Vers 1 bis Vers 5, wo es um die Reaktion der Quraysh auf die Botschaft geht. Der zweite Teil, ab dem Vers Nummer 6 bis zum Vers Nummer 16, ist ein Abschnitt, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Allmacht und seine Gnade gegenüber seinen Geschöpfen aufzeigt, um damit aufzuzeigen, dass er die Menschen wieder erwecken kann, nachdem sie gestorben sind, und dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Das, was die Quraysh verleugnet haben. Dann ab dem Vers Nummer 17 bis zum Vers Nummer 30 spricht Allah subhanahu wa ta'ala über was? Spricht Allah subhanahu wa ta'ala dann über den jüngsten Tag, um was am jüngsten Tag mit den Menschen geschehen wird. Und zwar ganz konkret mit denjenigen, welche die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet haben. Und ab Vers Nummer 31 bis zum letzten Vers dieser Sura, bis zum Vers Nummer 40 oder 41, da gibt es verschiedene Zählungen, ja, spricht dann Allah subhanahu wa ta'ala einmal über die Gottesfürchtigen und am Ende noch einmal dann über den Ausgang der Ungläubigen, welche diese Botschaft verleugnet haben. Und das ist sehr, sehr interessant an dieser Sura, dass diese Sura im Unterschied zu anderen Suren, welche wir besprochen haben, abgeschlossen wird mit einer Warnung und nicht mit einer Hoffnung. Ganz, ganz wichtig. Warum? Weil es nämlich in dieser Sura genau darum geht. In dieser Sura geht es darum, die Augen der Mekkaner zu öffnen. In gewisser Weise sie auch zu warnen vor einer Sache, welche sie treffen wird, wenn sie nicht anfangen, über das nachzudenken, was Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen an Botschaft gesandt hat und geschickt hat. Und deswegen, ja, es geht hier in dieser Sura in erster Linie um eine Warnung. Es geht auch um Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala durchaus auch diejenigen, welche gottesfürchtig sind, belohnen wird. Aber in erster Linie geht es darum, die Quraysh zu warnen. Den Quraysh die Augen zu öffnen, ihnen aufzuzeigen, dass sie anfangen sollten nachzudenken und sich ernsthaft mit dieser Botschaft auseinandersetzen sollten. Weil das ist es genau, worum es geht in dieser Sura. In dieser Sura geht es darum, dass ich mich als Mensch mit der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ernsthaft auseinandersetzen sollte. Weil wenn ich das tue, dann gelange ich auch zur Wahrheit. Das, was aber die Quraysh und viele Menschen heutzutage auch machen, ist was? Sie beschäftigen sich nicht ernsthaft mit dem, was Allah ta'ala herabgesandt hat. Sie beschäftigen sich nicht ernsthaft mit dem Sinn des Lebens und dementsprechend leben sie einfach vor sich her. Und müssen dann dementsprechend auch die Konsequenzen tragen. Surat An-Naba beginnt im ersten Abschnitt also mit der Reaktion der Quraysh auf die Entsendung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar ganz konkret mit einer sehr, sehr merkwürdigen Einleitung, mit einer Frage. Amma yatasa'alun.
Allah subhanahu wa ta'ala, er stellt eine Frage. Er kennt natürlich die Antwort. Aber es handelt sich um eine rhetorische Frage. Amma yatasa'alun. Ursprünglich an ma yatasa'alun. Und dann wurden diese beiden Worte, ja, an und ma, ma ist ein Fragepartikel und der an deutet worüber, ja, also zusammen heißt worüber, ja, wurde dann miteinander assimiliert, sodass daraus was wurde? Amma. Und das Elif wurde gestrichen. Es wurde also zu einem Wort verkürzt. Amma yatasa'alun. Wonach fragen sie sich? Von tasa'ala. Sich gegenseitig fragen. In der arabischen Sprache, immer wenn ich diese Form habe, tafa'ala, dann handelt es sich um eine gegenseitige Reaktion. Immer zwei Parteien, die miteinander auf etwas reagieren. Kennt ihr noch andere Verben der arabischen Sprache, ja, die dieser Form entsprechen? Auf Arabisch diesen sogenannten Wazn, tafa'al. Nennt man noch andere Verben der arabischen Sprache. Ja, wir haben viele Araber unter uns, das ist einfach. Aber trotzdem, ja, für diejenigen, die in der arabischen Sprache nicht mächtig sind, ja, vielleicht können wir auch immer ein bisschen was über die arabische Sprache lernen. Ja, bei den Schwestern, ja, nennt man noch ein Verb. Ja, wir haben hier tasa'ala, sich gegenseitig fragen, diskutieren. Ja, hier sind mehrere Parteien beteiligt. Nennt man noch andere Verben. Hä? Tajadala. Ja, miteinander disputieren. Miteinander diskutieren über etwas von Jidal. Noch vielleicht ein anderes Verb, dass das noch etwas verdeutlicht wird, insha'Allah ta'ala. Ja. Nennt man noch ein Verb. Tafa'ala, ganz einfach. Tafa'ala heißt gegenseitig sozusagen reagieren auf etwas. Tafa'ala, miteinander agieren. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala, er stellt uns diese Frage. Wonach fragen sie sich? Worüber diskutieren sie eigentlich? Das ist eine rhetorische Frage. Allah ta'ala, er weiß es natürlich. Und er gibt auch die Antwort. Anin naba'il azim. Nach der gewaltigen Kunde. Was ist denn eigentlich Nebe? Nebe ist nicht irgendeine Kunde. Das Wort Nebe beinhaltet eigentlich schon den Aspekt, dass es etwas Gewaltiges ist. Dass es sich um etwas Wichtiges handelt. Dass es sich um eine nicht normale Botschaft handelt, nicht eine normale Nachricht. Wenn ich sage Anba oder Nebe, dann handelt es sich immer um eine besonders wichtige Nachricht. Und deswegen von Nebe wird ja auch Nabi abgeleitet. Und ein Nabi ist jemand, der eine wichtige Kunde überbringt. Nicht irgendeine Nachricht, sondern eine wichtige Nachricht. Die wichtigste überhaupt. Nämlich die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Gelehrte sagen, dass Nabi, ja, von dem auch das Wort Naba abstammt, ursprünglich von Naba kommt. Und Naba Yembu bedeutet was? Eine Erhöhung. Es ist also eine Nachricht, die dich erhöht. Nicht irgendeine Nachricht. Also etwas Gewaltiges. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns auf, sie haben sich über etwas Gewaltiges unterhalten. Nur er zeigt uns gleichzeitig auf, dass sie es nicht wirklich ernst genommen haben. Obwohl diese Angelegenheit so gewaltig ist. Ein Prophet erscheint auf der arabischen Halbinsel. Sie wussten eigentlich alle, dass ein Prophet erscheinen wird, weil die Leute der Schrift, sie haben die ganze Zeit darauf gewartet. Und die Quraysh, sie waren ja nicht irgendwie fernab von der Welt gewesen. Sie waren ja im Zentrum der arabischen Halbinsel. Hatten mit Juden zu tun gehabt, hatten mit Christen zu tun gehabt, hatten ihre Reise in den Norden und in den Süden. Im Süden lebten viele Juden, im Norden lebten Christen. Das heißt, sie kannten sich sehr, sehr gut aus. Sie wussten ganz genau Bescheid, auch wenn sie nicht daran geglaubt haben. Aber sie wussten, es wird ein Prophet erscheinen. Alle haben darüber gesprochen. Und man hat sogar gesagt, er wird in dieser Region erscheinen. Es gab Prophezeiungen. Und jetzt kommt dieser Prophet mit dieser gewaltigen Botschaft und sie diskutieren darüber, aber sie nehmen es nicht wirklich ernst. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala was? Alladhihum fihi mukhtalifun. Über die sie sich uneinig sind. Manche glauben daran, manche machen sich eher lustig, manche interessieren sich überhaupt nicht dafür. So sind halt die Menschen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ja, dass man, wenn man über eine Sache diskutiert, sich auch Gedanken macht, ist es wert, über diese Sache zu diskutieren oder nicht. Ich habe heute einen Vortrag gehört
von Sheikh Salman al-Uda, Fakallahu Asrahu. Er ist ja ein Gelehrter, der hat einen sehr, sehr schönen Tafsir gemacht online, von dem ich sehr persönlich sehr profitiere. Und er zeigt uns auf, wie wichtig es ist, ja, dass ich darauf achte, ja, worüber ich eigentlich diskutiere. Zunächst erst einmal stellt sich die erste Frage, wenn ich eine Diskussion starte. Ist es überhaupt wert, über diese Sache zu diskutieren oder nicht? Das ist die Nummer eins. Und deswegen, hier bei diesem Nebe ist es wert, darüber zu diskutieren und sich Gedanken machen, zu machen. Aber es gibt manche Menschen und auch viele Geschwister leider, auch praktizierende Geschwister, die unterhalten sich über Themen, die völlig belanglos sind. Die unterhalten sich, manchmal sogar diskutieren sie ihr Leben lang über sogenannte Furu'-Themen, also Themen, die nur Zweige der Religion sind, und fangen an, darüber zu streiten mit anderen Muslimen und sich sogar dann von einigen loszusagen, Bara, ich sag mich von dir los, wegen Kleinigkeiten, die Furu' sind in der Religion. Beispielsweise diskutieren, keine Ahnung, ja, die ganze Zeit darüber, ist der Herrscher ein Käfer oder ist er kein Käfer? Die ganze Zeit, das ist das ganze Thema, das ganze Leben dreht sich darum, ob irgendein Herrscher ein Muslim oder ein Käfer ist. Ob irgendein Herrscher ein Muslim oder ein Käfer, das muss man sich ja vorstellen. Ja? Als ob Allah Ta'ala dich am jüngsten Tag danach befragen wird, ob der Herrscher ein Muslim oder ein Käfer war. Er wird dich fragen, was hast du gemacht mit dem Islam? Was hast du aus deiner Religion gemacht? Wie hast du dein Gebet verrichtet? Wie war dein Akhlaq gewesen? Das ist das, worüber dich Allah Ta'ala befragen wird. Nicht, war der Herrscher ein Muslim oder war der Herrscher ein Käfer gewesen? Manche haben keine andere Diskussion, als über theologische Themen zu sprechen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben und die eigentlich völlig belanglos sind. Ja? Und die sie immer noch heute hier in Berlin, ja, im 21. Jahrhundert führen, obwohl es Sachen sind, die einfach Schnee von gestern sind. Und die Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich weiterbringen. Beispielsweise, Ar-Rahman al-Arsh istawa, der Al-Abame, hat er sich über seinen Thron wirklich direkt erhoben? Oder ist das im übertragenen Sinne zu verstehen? Und sie fangen dann an, die ganze Zeit nur über diese Themen zu diskutieren. Als würde der Islam, ja, nur aus dieser Diskussion bestehen, hat sich der Al-Abama über den Thron erhoben oder nicht. Wen interessiert's am Ende? Und was bringt das den Jugendlichen? Bringt uns das in irgendeiner Weise weiter? Ich kann mich einmal damit beschäftigen, ich nehme mir einmal ein Buch in der Aqida, weiß, ah, es gibt diese und diese Meinung. Ich lese mir dann vielleicht dann Belege durch, okay, diese Meinung überzeugt mich mehr. Und dann war es das, Punkt, abgehakt. Darüber haben die Gelehrten schon über 1000 Jahre diskutiert, ich werde nichts Neues hinzufügen. Glaubt mir, du wirst nichts Neues hinzufügen, du wirst keinen weiteren Beleg finden. Und du schon gar nicht, wer sind wir? Ich meine, wir reden über große Gelehrte, ja, die sich darüber gestritten haben, Ibn Taymiyyah, ja, mit As-Subki, ja, Taqiyyuddin As-Subki. Ja, keiner von uns ist Ibn Taymiyyah und keiner von uns ist Taqiyyuddin As-Subki, oder? Keiner von uns hat diese Stufe, dass er über solche Themen diskutieren kann. Wir wissen, die haben sich darüber gestritten, das sind theologische Fragen, Punkt. Diesen Abgehakt, diesen Schnee von gestern, da muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Es gibt viel wichtigere Themen, über die ich mich zu unterhalten habe. Und deswegen ganz wichtig, bevor ich eine Diskussion starte, ist die erste Frage, lohnt es sich überhaupt, über dieses Thema zu diskutieren oder nicht? Wenn du merkst, dass jemand die ganze Zeit über dieselben Themen spricht, die eigentlich wirklich nicht voranbringen, dann solltest du ihm sagen, guck mal, Barakallahu fik, ja, wir haben jetzt einmal darüber diskutiert und das war's. Es gibt einige Leute, die sprechen die ganze Zeit nur über Themen, ja, Demokratie, Kufr oder nicht Kufr. Konzentrier dich auf die wichtigen Dinge, die dich in deinem Leben weiterbringen. Dann, ein zweiter wichtiger Punkt ist, ja, dass ich in einer Diskussion berücksichtigen oder schauen muss, welche Methodik wird überhaupt angewandt? Wie diskutiere ich überhaupt? Und hier gibt es zwei wichtige Punkte. Einmal, ja, brauche ich bei einer Diskussion entweder was? Einen authentischen Bericht von Allah oder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf den ich mich stützen kann. Oder ich brauche einen vernünftigen Beweis. Es gibt Leute, die diskutieren über Themen und die können weder mit dem Koran noch mit der Sunna argumentieren, noch können sie in irgendeiner Weise, können sie, ja, dann auch vernünftige Belege herleiten. Und deswegen, es gibt Menschen, mit denen man diskutiert, das ist eigentlich der vierte Punkt, aber mit denen man diskutiert und du hast das Gefühl, er versteht überhaupt nicht, worüber du redest. Du redest mit ihm über ein Thema und er fängt dann plötzlich mit einem ganz anderen Thema an. Und wenn du das merkst, dass jemand wirklich die ganze Zeit diskutiert
ohne zu verstehen, worum es eigentlich geht, dann solltest du deine Zeit sparen und ihm vielleicht einfach Recht geben und aufhören zu diskutieren. Deswegen sagt der Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda, wenn ich mit 1000 Gelehrten diskutieren würde, dann würde ich sie besiegen, weil sie meine Argumente verstehen. Aber wenn ich mit einem Jahil, einem Unwissenden diskutiere, dann würde er mich besiegen. Warum? Ja, weil er einfach die Argumente nicht nachvollziehen kann. Er kann sie nicht verstehen. Deswegen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, wenn man Diskussionen startet, dass man auch wirklich weiß, ja, worüber man diskutiert, ja. Und deswegen haben die Gelehrten etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, ja, لابد من تحرير محل النزاع. Wenn man über etwas diskutiert, dann muss man zunächst erstmal festlegen, worüber diskutiert man. Es gibt Leute, die diskutieren, ja, wobei der eine über ein Thema diskutiert und der andere über ein ganz anderes Thema. Und deswegen können sie sich nicht einigen. Warum? Weil sie gar nicht wissen, worüber sie überhaupt diskutieren. Und dann ist es natürlich immer ganz, ganz wichtig, ja, das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich, ja, dass ich als Muslim, wenn ich diskutiere, auch immer schauen muss, mit welcher Absicht und mit welcher Intention ich überhaupt diskutiere und eine Diskussion führe. Wenn ich das nur tue, um meine Neigung zu befolgen, dann werde ich niemals ein Ergebnis erlangen. Es gibt Menschen, die führen Diskussionen, nicht um zur Wahrheit zu gelangen, sondern um einfach nur zu diskutieren, der Diskussion zu gewinnen. Um einfach nur als Gewinner dazustehen. Und sie glauben, darum geht es. Und wenn du merkst, dass jemand, und das gibt es sehr, sehr häufig in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf Instagram, weiß ich nicht wo, wenn du merkst, dass jemand die ganze Zeit nur diskutiert und dir dann, weiß ich nicht, die Fatwa schickt und dann nochmal, weiß ich, lange Texte schickt, die er wahrscheinlich selbst nie gelesen hat, dann rate ich dir, ja, führe diese Diskussion nicht weiter. Hör auf zu diskutieren. Ja? Weil das ist nicht jemand, der wirklich zur Wahrheit gelangen möchte, sondern es ist jemand, der einfach nur diskutieren möchte, um sich dann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich habe ihn in den Boden gestampft. Das ist das, worum es bei ihm geht. Es geht ihm nicht um die Wahrheit selbst. Dafür ist deine Zeit zu schade. Ja? Das war nochmal so ein kleiner Exkurs, den ich sehr, sehr interessant fand, ja, in Bezug auf diese Diskussion. Und das, was wir hier haben, ist, dass viele der Quraysh diskutiert haben, ja, nicht, weil sie wirklich zur Wahrheit gelangen wollten, sondern weil sie einfach diskutieren wollten. Viele von ihnen hatten gar nicht die richtige Absicht gehabt. Und deswegen fordert der Koran die Menschen auch immer wieder dazu auf, dass sie sich einfach mal aufrichtig zurückziehen sollten und nachdenken sollten, weil dann werden sie zur Wahrheit gelangen. Derjenige, der wirklich aufrichtig sucht, aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala, der findet auch. Hört euch mal an, was Allah ta'ala sagt. Qul, sprich, O Muhammad, zu ihnen, zu den Quraysh. Innama a'ihukum biwahida. Ich gebe euch nur eine einzige Ermahnung, nicht mehr. An taqumu lillah, dass ihr für Allah aufsteht. Mathna, zu zweit, höchstens zu zweit. Wa furada, oder allein. Thumma tatafakkaru. Und euch dann Gedanken macht. Ma bi sahibikum min jinnah. Euer Gefährte ist nicht verrückt. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, dann gelangt man auch zur Wahrheit. Und deswegen, Allah Ta'ala, er spricht auch über Al-Walid ibn al-Mughira in Surat al-Muddathir. Und er zeigt auf, subhanallah, er hat zwar nachgedacht, und er zeigt auf, wie er nachgedacht hat, aber auch gleichzeitig, dass er nicht aufrichtig gewesen war. Innahu fakkara wa qaddar. Er hat nachgedacht. Und dann bestimmt. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Tod ihm. Also verflucht sei er. Wie hat er dann sozusagen, wie er dann bestimmt hat. Thumma qutila kayfa qaddar. Und nochmal verflucht sei er. Ja? Wie er dann sozusagen bestimmt hat. Thumma nazar. Dann schaute er. Thumma abasa wa basar. Und dann runzelte er seine Stirn. Thumma adbara wa stakbar. Und dann wandte er sich ab und war hochmütig gewesen. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Und er sagt, das ist nur Zauberei. Subhanallah. Allah Ta'ala beschreibt, manche Menschen, die denken zwar nach, aber sie sind nicht aufrichtig. Die Intention ist nicht richtig. Und deswegen ganz wichtig, wenn du zur Wahrheit gelangen möchtest, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dann nimm dir einfach mal Zeit. Denk nach, sei aufrichtig und sei dir sicher, du wirst zur Wahrheit gelangen. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er wird dich führen. Und jetzt kommt die Androhung. Sie diskutieren, aber nimm es nicht wirklich ernst. Sie machen es nicht für Allah.
Und Allah Ta'ala, er sagt jetzt, kalla, keineswegs. Kalla sayalamun. Sie werden es noch erfahren. Und dann die Wiederholung. Thumma kalla sayalamun. Abermals keineswegs, sie werden es noch erfahren. Warum wiederholt Allah Ta'ala das? Was könnte der Grund sein? Und warum mit Thumma? Worauf deutet Thumma in der arabischen Sprache? Dieses Wort Thumma, dieses Partikel Thumma. Es gibt für Abfolge oder Aneinanderreihung in der arabischen Sprache verschiedene Partikel. Einmal das Wow. Worauf deutet das Wow hin? Das Wow deutet einfach nur auf eine, sozusagen, auf eine Aufzählung hin. Ohne Reihenfolge. Also, ja, Ja'a Muhammadun wa Zayd. Muhammad und Zayd sind gekommen. Es ist nicht klar, ob Muhammad zuerst oder Zayd zuerst, sondern sind beide gleichzeitig gekommen. Dann gibt es das Fa. Das Fa deutet auf eine Reihenfolge hin. Aber eine direkte Reihenfolge, also eine direkte Abfolge. Ja'a Zaydun fa Muhammad. Zayd ist gekommen und daraufhin, kurz darauf, Muhammad. Und dann gibt es das Thumma. Das, was Allah Ta'ala hier verwendet. Und worauf deutet das Thumma hin? Auf eine Abfolge, aber mit einem größeren Abstand. Ja'a Zaydun thumma Muhammad. Zayd ist gekommen und dann später Muhammad. Irgendwann mal später, aber nicht direkt im Nachhinein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er droht jetzt dem Quraysh. Er sagt, keineswegs, sie werden es noch erfahren. Und dann thumma. Später einmal, keineswegs, sie werden es noch erfahren. Es gibt einen sehr, sehr schönen Tafsir, der erklärt, was damit gemeint sein könnte, mit dieser Wiederholung. Es ist nicht einfach eine Wiederholung, nicht einfach nur eine Bestätigung, nein. Sondern einige der Gelehrten haben gesagt, damit ist gemeint, kalla sayalamun mit dem ersten, keineswegs, wir werden es noch erfahren, in Bezug auf die Dunya. Ihr werdet noch sehen, O Quraysh, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Botschaft erfolgreich sein wird. Ihr werdet es noch in der Dunya erblicken. Und das zweite Thumma, das zweite Kalla sayalamun, was mit einem Thumma eingeleitet wird, deutet auf den jüngsten Tag hin. Und dann am jüngsten Tag werdet ihr es nochmal sehen, wenn er euch zur Rechenschaft ziehen wird. Allahu Akbar. Also in der Dunya werdet ihr es sehen und im Akhir werdet ihr es sehen. Und so sollte es auch kommen, subhanallah. Schaut mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der unterdrückt gewesen war in Mekka. Die Quraysh haben sich das gar nicht vorstellen können, dass er in irgendeiner Weise Erfolg haben könnte. Aber Allah Ta'ala, er hat es versprochen. Kalla, saufa ya'lamun. Ja, sie werden es sehen. Sie werden es wissen. Sie werden es erfahren. Und dann, sie werden es nochmal erfahren. Und zwar am jüngsten Tag, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala sie zur Rechenschaft ziehen wird. Und jetzt, nach dieser Einleitung, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala über die Quraysh gesprochen hat und wie sie auf die Botschaft reagiert haben, dass sie das nicht wirklich ernst genommen haben, dass sie es auf die leichte Schulter genommen haben, sich teilweise lustig darüber gemacht haben und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen jetzt droht, kommt Allah ta'ala mit eindeutigen Beweisen. Mit Beweisen, sogenannten Ayat, mit Zeichen, die jedem deutlich machen müssten, dass das, womit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, eigentlich der Wahrheit entsprechen muss. Es geht gar nicht anders. Jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht über das, was Allah Ta'ala jetzt sagt, es sind 9 Dinge, die jetzt Allah Ta'ala will, 9 Zeichen. Jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht, der wird merken, subhanallah, es geht gar nicht anders. Und deswegen, ganz wichtig, wenn man Da'wah macht, man muss nichts Neues erfinden bei der Da'wah, sondern man muss eigentlich nur das machen, was der Koran auch tut. Den Menschen einfach mal die Augen öffnen für das, was sie tagtäglich vor sich haben. Ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen so einen Aha-Effekt bekommen. Für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, aber die sie nicht gesehen haben. Es gibt manche Menschen, die sehen beispielsweise nicht, dass es ihnen eigentlich sehr gut geht. Und wenn du ihnen aufzeigst, guck mal, was du alles hast in deinem Leben. Und wie gut es dir im Vergleich zu vielen anderen Menschen geht, macht es bei ihnen Klick. Ach, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns immer wieder darauf hingewiesen. Er hat gesagt, es sind ganz einfache Methoden, so eigentlich Alltagsweisheit, die ich nur umsetzen muss in meinem Leben. Und schon geht es mir besser. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Schaut auf diejenigen, die unter euch sind. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Und schaut nicht auf diejenigen, die über euch sind, also gesellschaftlich gesehen.
die mehr haben, materiell gesehen. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Weil das wird euch leichter fallen. Ja, es wird euch dann leichter fallen, dass ihr die Gnaden Allahs euch gegenüber nicht gering schätzt. Ganz einfache Alltagsweisheiten. Aber unser Prophet hat uns einfach nur die Augen geöffnet. Ne? Guck mal. Und genau das macht der Koran. Der Koran sagt zu den Quraysh, öffnet doch einfach eure Augen und ihr werdet selbst zu der Wahrheit gelangen. Jeden Tag sehen wir die Sonne, dass sie aufgeht und das ist für uns selbstverständlich. Aber wenn ich die Sonne betrachte als ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es nicht mehr etwas selbstverständlich. Dann merke ich, oh, das ist ein gewaltiges Geschöpf Allahs. Und wenn Allah ta'ala dieses gewaltige Geschöpf erschaffen hat, wie gewaltig muss Allah sein? Und genau das tut Allah ta'ala, indem er jetzt mehrere Dinge erwähnt. Und zwar beginnt er mit Dingen, die im unmittelbaren Umfeld von den Menschen sind, mit denen sie tagtäglich zu tun haben. Und zwar mit Dingen auf der Erde. Und dann beginnt er mit Dingen, die im Himmel sind, die etwas weiter weg sind. Und dann noch gewaltiger sind. Und zwar sagt Allah ta'ala, ganz einfach, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. Haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstadt gemacht? Eine rhetorische Frage. Es könnte auch heißen, wir haben die Erde zu einer Lagerstadt gemacht. Aber Allah ta'ala, er benutzt ein rhetorisches Mittel, um noch einmal die Quraysh zum Nachdenken zu bringen und uns alle zum Nachdenken zu bringen. Was heißt denn Mihada? Mihada kommt von Mahd. Und was ist Mahd? Mahd ist eine Wiege. Mahd al-Tufl ist die Wiege von einem Kind. Ja, was mache ich, wenn man ein Neugeborenes hat? Man legt es in eine Wiege. Es gibt so eine, wo man das Kind reinlegt, ja, so dass es dem Kind gut geht mit einem, sage ich mal, mit einer schönen Matratze. So, das alles sozusagen, dass dem Kind an nichts fehlt. Und Allah Ta'ala, er sagt, und haben wir nicht die Erde zu einer Lagerstätte gemacht? Er sagt nicht erschaffen. Er sagt nicht, alam nakhluqil arda mihada, sondern er sagt, alam naj'al. Die Erde wurde schon erschaffen. Die Erde ist einfach nur ein Planet von Milliarden von Planeten in diesem Universum. Aber wir gucken uns diese Planeten an und wir sehen, es existiert kein Leben. Allah Ta'ala, er hat die Erde erschaffen und er hat sie dann zu einem Ort gemacht, auf dem man überhaupt leben kann. Er hat sie zu einer Wiege für die Menschen gemacht, wie eine Mutter, Mutter Erde. Sagen wir auch im Deutschen, Mutter Erde. Sie behandelt uns wie Kinder. Sie gibt uns alles, was wir benötigen, alles, was wir brauchen. Wir sehen es als etwas Selbstverständliches an, aber es ist alles andere als selbstverständlich. Ein kleines Kind, ja, sieht seine Mutter als etwas Selbstverständliches an, aber es ist nicht selbstverständlich. Warum ist es nicht selbstverständlich? Weil es gibt viele Kinder auf dieser Welt, die keine Mutter haben. Subhanallah. Und dementsprechend, Allah sagt uns ganz klar, öffne doch mal deine Augen, schau doch mal, wie Allah Ta'ala alles für dich auf dieser Welt vorbereitet hat, für dich geebnet hat. Du denkst, das ist selbstverständlich, es ist aber nicht selbstverständlich. Wenn wir uns mal einfach das Vieh anschauen, ein Pferd anschauen, auf dem wir reiten können, ein Pferd, was so viel kräftiger ist als wir Menschen und trotz alledem können wir es nutzen als Reittier. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen sagen wir jedes Mal, wenn wir etwas reiten oder wenn wir ein Transportmittel benutzen, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Preis sei derjenige, der uns das zu Diensten gemacht hat. Und wir wären dazu nicht imstande gewesen. Wer von uns könnte ein Pferd bändigen, wenn Allah es nicht dazu gemacht hat, dass man es bändigen kann? Wir hätten gar nicht die Kraft dazu. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Und wir werden wahrlich zu unserem Herrn zurückkehren. Also, Allah Ta'ala, er beginnt mit der Erde im Allgemeinen. Allah hat uns alles ausgebreitet, sodass wir auf dieser Erde überhaupt leben können. Und dann, وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ. Und die Berge zu fehlen. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt uns auf. Ja? Diese Erde, sie könnte nicht existieren ohne diese Berge, diese riesen Pfähle, welche in den Boden gerammt sind, sodass sie wie ein Pfahl sind oder wie ein Pflock sind, ja, der ein Zelt festhält. Und genau das ist es, was die Berge tun sollen. Sie sollen diese Erde festigen, damit wir Menschen überhaupt auf ihr leben können. Ein kleines Erdbeben und schon sind ganze Städte vernichtet. Man müsste sich mal vorstellen, die Erde würde die gesamte Zeit beben. Der Mensch könnte nicht auf der Erde leben. Allah subhanahu wa ta'ala erhält uns diese Gnaden noch einmal vor Augen. Und dann, wir wissen, dass darin auch ein I'jaz ilmi liegt, ja, also ein sogenanntes wissenschaftliches Wunder, ja, dass man herausgefunden hat, dass die Erde wirklich wie Flöcke in die Erde gerammt sind und dass der Berg
unter der Erde mindestens genauso lang ist wie über der Erde. Also wie er über der Erde hinausragt oder über die Erde hinausragt. Ja, und darin liegt natürlich auch nochmal ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala oder vom Koran, ein Wunderaspekt des Korans, dass der Koran genau dem entspricht, was die heutige Wissenschaft auch bestätigt hat. Und jetzt zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala noch eine weitere Gnade auf. Und zwar, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, damit wir auf dieser Erde nicht allein sind, damit die Menschheit weiterhin bestehen kann, hat Allah subhanahu wa ta'ala alles in Paaren erschaffen. Und wir haben euch als Paare erschaffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich höre immer wieder so von einigen Feministinnen und auch es gibt ja diese feministische Koranforschung, wo man dann versucht zu sagen, ja, Adam alayhi salam war kein Mann gewesen und dann würde es ja bedeuten, dass der erste Mensch ein Mann gewesen war, sondern er war ein geschlechtsloses Wesen. Ja, so sagen ja einige. Und warum soll, und dann viele kriegen das in den falschen Hals. Allah Ta'ala zeigt auf, dass er von vornherein für den Menschen vorgesehen hat, dass er mit einem sozusagen, dass er in Paaren erschaffen wird. Ja, dass es immer Mann und Frau gibt. In allen Bereichen des Lebens. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Frau degradiert hat, weil sie dann nach Adam alayhi salam erschaffen wurde, sondern Allah ta'ala, er hat für die Menschen und für alle anderen Lebewesen auf dieser Welt vorgesehen, dass sie in Paaren leben und dass sie in Paaren erschaffen werden. Und darin liegt eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Auf der einen Seite zeigt Allah ta'ala damit, dass er als einziges Wesen sich unterscheidet vom Rest der Schöpfung, weil er allein ist, wahdaniyatullahi azza wa jal, dieser wahre Tauhid, dieser Monotheismus, während alles andere in Paaren erschaffen wurde. Aber auf der anderen Seite zeigt Allah ta'ala uns auch damit auf, dass darin eine tiefe Weisheit liegt und eine gewaltige Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Stellt euch mal vor, wir müssten als Menschen allein durchs Leben gehen. Wir hätten keine Familie. Wir hätten keinen Ehepartner. Wir würden auf uns allein gestellt sein. Da könnte ich alles haben auf dieser Welt, ich würde es nicht wirklich genießen können. Mir würde etwas fehlen. Und deswegen, Adam alayhi salam, er war zwar im Paradies allein gewesen, er hat alles gehabt, aber es hat mir etwas gefehlt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat für ihn Hawa, Eva, erschaffen, damit sie gemeinsam im Paradies leben können und damit sie dieses Glück auch teilen können. Und deswegen, Allah ta'ala, er spricht genau darüber in Surat Ar-Rum. Wa min ayati, zu seinen Zeichen gehört was? An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dass er aus euch Ehegattinnen erschuf, euren Partner erschuf. Aus welchem Grund? Litaskunu ilayha, auf dass ihr ihnen beiwohnt. Damit ich diesen Second verspüre, diese Geborgenheit verspüre, dass ich weiß, ich habe jemanden, der an meiner Seite steht, der mit mir all dies teilt. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, er hat zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit gestiftet. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, hier sind wahrlich Zeichen für Menschen, die nachdenken. Du musst nur ein bisschen nachdenken. Allah Ta'ala, er erwähnt all diese Gnaden, aus welchem Grund, damit die Quraysh nachdenken, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala über eine weitere Gnade seinerseits. Und er sagt, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Drei Aspekte, die indirekt auf etwas hinweisen sollen. Nämlich darauf, dass wir eigentlich als Menschen jeden Tag sterben und wieder auferstehen. Weil darum geht es ja. Der Prophet ist gekommen, um genau diese Wahrheit zu bestätigen. Wir werden eines Tages alle vor Allah stehen. Und deswegen Allah Ta'ala, er nennt diese drei Dinge. Und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. Was heißt denn Zubata? Zubata kommt von Sept. Und was heißt Sept? Qatr. Wo etwas abgebrochen wird. Und deswegen, Sabbat ist ja der Ruhetag, wo man seine Arbeit unterbricht an diesem einen Tag. Und deswegen wurde das übersetzt mit Ausruhen. Ich breche meine Arbeit ab. Ich breche meine Arbeit ab. Und wenn ich schlafe, dann wird etwas unterbrochen, nämlich mein Lebensrhythmus wird unterbrochen. Ja, ich bin plötzlich in einer ganz anderen Dimension. Ich brauche das. Darin liegt eine tiefe Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala, mit der er uns was aufzeigen möchte, dass der Mensch im Grunde genommen diese Sache, die die gesamte Menschheit betreffen wird, von der Auferstehung jeden Tag durchmacht. Jeden Tag sterben wir und stehen wieder auf. Was sagt Allah Ta'ala?
Er sagt folgendes. Hört mal diesen schönen Vers. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Surat al-Zumar. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während dieses Schlafes. Das Vers ist hochinteressant. Surat al-Zumar, Vers Nummer 42. Allah Ta'ala, er spricht hier von was? Von yatawaffa. Abberufen, etwas abberufen. Und er zeigt uns auf, dass wenn ein Mensch stirbt, die Seele abberufen wird. Also die Seele wird aus dem Körper gezogen. Und dass wenn ein Mensch schläft, die Seele ebenfalls abberufen wird. Nur was ist der Unterschied? فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Das ist der einzige Unterschied. Wir sterben jeden Tag. Wir wissen es nur nicht. Jeden Tag sterben wir und machen genau diesen Prozess des Todes und der Auferstehung durch. Sodass eigentlich für uns die Auferstehung etwas ganz Natürliches ist. Nichts Außergewöhnliches. Nur der Tod ist etwas so Gewaltiges für uns, dass wir uns das nicht vorstellen können. Aber der Tod ist im Grunde genommen nichts anderes, als würde ich schlafen. Habt ihr schon mal einen toten Menschen gesehen? Jetzt in echt? Beim Waschen zum Beispiel? Ich habe gesehen, viele von euch haben es gesehen. Genau, viele Menschen, einfach aus würden sie schlafen. Du kannst dich unterscheiden. Weil man könnte denken, wirklich, dieser Mensch schläft. Subhanallah. Und dementsprechend, was ist daran so merkwürdig, wenn wir sagen, Menschen wieder auferstehen, nachdem sie verwest sind, ja und jetzt? Die zweite Schöpfung ist nicht schwieriger als die erste Schöpfung. Und Allah Ta'ala, er erwähnt diese drei Aspekte, damit er indirekt die Quraysh darauf aufmerksam macht, schaut mal, das ist eine gewaltige Gnade und eine Gnade, welche euch aufzeigt, dass ihr Tag für Tag immer wieder diese Auferstehung durchmacht. Alam naj'ali al-ardha mihada. Quatsch, wo bin ich denn? Ich bin jetzt verrutscht, entschuldigt. Waja'alna nawmakum subata. Interessant ist, dass Allah Ta'ala hier auch eine andere jetzt nicht mehr eine Frage stellt, sondern er kommt jetzt sozusagen, er drückt es jetzt als eine Bestätigung aus. Und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. Warum macht das Allah subhanahu wa ta'ala? Damit nicht immer dieselbe Methodik verwendet wird. Auch in der Da'wah, ganz, ganz wichtig. Wenn du jemanden erreichen möchtest, benutze nicht immer dieselbe Methodik. Versuch immer wieder unterschiedliche Methoden anzuwenden. Damit der Mensch aufmerksam bleibt. Wenn du immer wieder dasselbe erzählst, immer wieder dieselbe Methodik benutzt, dann wird der Mensch irgendwann einmal abschalten. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darauf sehr, sehr großen Wert gelegt in seiner Da'wah. Was sagt Abdullah ibn Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatakhawwaluna bil maw'idati makhafata as-sa'amati alayna. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er hat nicht immer jeden Tag eine Ermahnung gegeben. Aus welchem Grund? Aus Angst dafür, dass uns langweilig werden könnte. Ich meine, ganz ehrlich, wem würde denn langweilig, wenn der Prophet so etwas sagt? Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam großen Wert darauf gelegt, nicht immer dasselbe zu erzählen. Kennt ihr das auf beispielsweise Instagram in den Stories oder auf Facebook in den Stories? Wenn Leute jeden Tag immer wieder Sachen posten, immer wieder. Was macht man dann irgendwann mal? Oder einfach nur raufklicken oder vielleicht auch ein Like, aber man hört sich das gar nicht mehr an. Das zu viel ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wechselt immer wieder die Art und Weise, wie er die Menschen anspricht. Guck mal, die ersten, welche werden was? Das sind jetzt Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum. Also drei Verse, die mit einer Frage beginnen. Und dann die Überleitung zu waja'alna nawmakum subata. Jetzt keine Frage mehr, sondern jetzt eine Bestätigung. Und wir haben euch als Paare erschaffen, damit die Quraysh weiterhin aufmerksam zuhören. Und dann وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Und wir haben die Nacht zum Kleid gemacht. Also eine Art Schutz, wo ich Schutz finde als Mensch. Wo ich mich wirklich ausruhen kann, wo ich mich zurückziehen kann. Ebenfalls eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Und haben den Tag zur Lebensführung gemacht. Allah ta'ala, er zeigt uns an anderer Stelle auf, dass auch das nicht selbstverständlich ist, dass es Tag und Nacht gibt. Hört euch mal diese Verse an. Und zwar sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Qasas, in den Versen
71 und 72 folgendes. Und er zeigt uns auf, auch Nacht und Tag sind nicht selbstverständlich. Wenn Allah gewollt hätte, hätte es die ganze Zeit was sein können? Tag und die ganze Zeit Nacht. Es gibt Regionen in der Welt, wo das der Fall ist. Und ich weiß nicht, ich habe das mal gelesen, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich wissenschaftlich bestätigt ist, aber vielleicht kann mich darüber jemand aufklären. Ja, das habe ich zumindest gelesen, dass gerade in den nördlichen Regionen, wo es sehr, sehr lange, also teilweise über Monate hinweg Nacht ist, Menschen sehr, sehr häufig Depressionen haben. Sehr, sehr häufig Depressionen haben. Warum? Weil dieser Wechsel von Tag und Nacht nicht vorhanden ist, subhanallah. Und die Selbstmordrate ist auch höher. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe das nur gelesen. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler in diesem Bereich. Aber das ist das, was ich gelesen habe. Und hört mal zu, was Allah Ta'ala sagt. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Sagt, was meint ihr, wenn Allah auf euch die Nacht als Dauerzustand legen würde bis zum Tag der Auferstehung. Wer wäre dann Gott außer Allah, der euch Licht bringen würde? Wollt ihr denn nicht hören? Und dann, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِرُونَ. Sagt, was meint ihr, wenn Allah auf euch den Tag als Dauerzustand legen würde, bis zum Tag der Auferstehung? Wer wäre dann Gott außer Allah, der euch eine Nacht bringen würde, in der ihr ruht? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Und dann, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. In seiner Barmherzigkeit hat er euch die Nacht und den Tag gemacht, damit ihr darin ruht und damit ihr auch nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein dürft. Allahu Akbar. Nicht selbstverständlich, subhanallah. Allah, er öffnet den Quraysh die Augen und uns allen, damit wir das merken. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diese Aspekte auf der Erde gesprochen hat und auch darüber gesprochen hat, dass es Tag und Nacht gibt, kommt dieser schöne Übergang zu was? Zu den Gnaden Allahs und der Schöpfung Allahs im Himmel. Also er beginnt bei der Erde und leitet dann über zu den Dingen, die im Himmel sind. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes jetzt. Also, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, und wir haben die Nacht zum Kleid gemacht. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, und wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht. Ma'ash von Aish, dass ich nach etwas strebe. Das ist vielleicht auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dass ich auch versuche, arbeiten zu gehen. Allah hat das in einem anderen Vers gesagt, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, und dass ihr nach seiner Gunst strebt. Der Tag ist nicht dazu da, um zu schlafen den ganzen Tag, wie es manche machen. Gerade auch viele Jugendliche, gerade in der Corona-Zeit, die ganze Nacht durch und dann den ganzen Tag durchschlafen. Das ist nicht der Sinn des Tages. Der Tag ist dazu da, dass ich nach meiner Versorgung strebe. Dass ich den Tag nutze. Carpe diem, nutze den Tag. Ja? Nutze den Tag. Diejenigen, welche frühmorgens aufstehen und anfangen zu arbeiten, zu lesen, sich weiterzubilden, zur Uni zu gehen, das sind die Erfolgreichen. Diejenigen, die erst um 12 oder 11 aufstehen, die haben von Tag nichts mehr. Das ist einfach so. Hört euch mal ein paar Ratgeber auf YouTube an oder auch lest euch mal ein paar Bücher. Alle sagen dasselbe. Du musst früh morgens aufstehen, den Tag nutzen, dann bist du den Menschen im Voraus. Wenn du nach Fajr aufstehst, vielleicht dann nicht mal jetzt ein bisschen früh, aber vielleicht noch mal eine Stunde hinlegst und 6, 7 Uhr aufstehst und anfängst, wirklich zu arbeiten, dann bist du den meisten Menschen im Voraus. Dann hast du schon Sachen erledigt, die die anderen erst anfangen, um 10 oder 11 zu machen. Und dann bist du automatisch erfolgreich. Subhanallah. Und deswegen, Ma'asha, ja, ich strebe nach etwas, Lebensführung, nach Gunst Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, unsere Religion beinhaltet den Erfolg in jeder Hinsicht. Wir müssen uns nur daran halten. Es ist einfach nur umsetzen. Da brauchen wir keine Ratgeber. Und wir werden automatisch erfolgreich sein. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala und er lenkt jetzt den Blick auf die gewaltigsten Geschöpfe Allahs. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا, und wir haben über euch 7 Feste gebaut. Was ist damit gemeint? Die meisten Gelehrten sagen, die 7 Himmel, die übereinander getürmt sind, die so unglaublich gewaltig sind, die so riesig sind, sodass der Mensch, der in sie schaut, sich verliert.
Allah Ta'ala, er beschreibt es so schön in Surat Tabarak. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala Folgendes. Ich suche gleich die Übersetzung aus. In Surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt auf, wie gewaltig dieser Himmel ist. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا. Er, der sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. Du kannst in der Schöpfung des Allerbarmes keine Ungesetzmäßigkeiten sehen. فَرَجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Wende den Blick zurück, siehst du irgendwelche Risse? ثُمَّ رَجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren. Ja, du verlierst dich, weil das Universum so gewaltig ist. Und Allah Ta'ala, er macht die Quraysh und uns alle darauf aufmerksam, wie gewaltig die Schöpfung der Himmel ist. Der Himmel, in dem sich jetzt auch was befindet, die Leuchte, welche uns die Möglichkeit gibt, überhaupt einen Tag zu haben und am Tag zu arbeiten und nach unserer Versorgung zu streben, indem nämlich Allah Ta'ala sagt, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Und wir haben einen hellglühenden Leuchtkörper gemacht. Siraj ist eine Leuchte. Und die Sonne ist eine Leuchte. Ja? Und وَهَاجًا ist eine Leuchte, welche nicht nur kaltes Licht sendet, sondern welche brennt und somit auch warmes Licht sendet. Also Allah Ta'ala erwähnt hier zwei Aspekte, welche das Leben auf der Erde erst ermöglichen. Einmal, dass es überhaupt Licht gibt. Licht, was Voraussetzung ist für die Pflanzen, damit sie überhaupt wachsen können, damit wir hier auf der Erde atmen können und Sauerstoff haben, Photosynthese, alles nicht möglich ohne die Sonne, ohne das Sonnenlicht. Und die Wärme, wir könnten auf der Erde nicht leben, wenn wir nicht die Wärme der Sonne hätten. Allah Ta'ala hat alles so perfekt erschaffen, dass wir auf dieser Erde leben können. Und dann geht Allah Ta'ala auf einen anderen wichtigen Aspekt über, der die Grundlage für das Leben überhaupt ist, nämlich das Wasser. Und deswegen, was machen Astronomen, was machen sie, wenn sie nach Leben im Weltall suchen? Sie schauen, wo es Wasser geben könnte, oder? Das ist das allererste. Könnte es sein, ja, dass auf diesem Planet Wasser ist? Das sieht so aus wie Wasser. Ist das wirklich Wasser? Weil Wasser die Voraussetzung für Leben ist. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا. Und wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen. Subhanallah. Ja, Allah Ta'ala, wie er das beschreibt. Die Sonne als Quelle für die Energie, für das Licht, für die Wärme. Ja, dadurch, dass das Wasser emporsteigen kann von den Ozeanen und wieder dann als Regen mit Süßwasser auf die Erde fallen kann, durch die Regenwolken. Was heißt denn Mu'sirat? Mu'sirat kommt von Asr. Und diese Mu'sirat, die ursprüngliche Bedeutung von Mu'sirat, deswegen auch die weibliche Person, ist ein Mädchen, ja, was die Pubertät erreicht und anfängt zu menstruieren. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Mu'sirat. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das so beschrieben, als würde dann sozusagen aus den Wolken Regen auf die Erde herabfließen. Ja, Regen, ja, der fruchtbar ist. Weil wenn eine Frau die Menstruation erreicht, dann ist sie fruchtbar, sie kann Kinder bekommen. Subhanallah. Und dieser Regen, er bringt wiederum was auf die Erde? Er bringt wiederum Leben auf die Erde, sodass was entstehen kann? Vegetation, Pflanzen, und genau das ist es, worüber Allah Ta'ala jetzt spricht. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Und damit, um damit Korn und Gewächse hervorzubringen, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, und dicht bestandene Gärten. Allahu Akbar. Was für Verse, ja? Nicht einfach so irgendwelche Sachen, die erwähnt werden, sondern das macht Sinn, die Reihenfolge. Allah beginnt bei der Erde, ja, geht dann sozusagen über den Menschen, ja, und das, was der Mensch benötigt an Tag und Nacht, ja, und Schlaf, ja, zum Himmel, ja, über die Sonne, zu den Wolken und wieder auf die Erde. Um uns diesen Kreislauf aufzuzeigen. Es ist ein Kreislauf. Und es ist nicht selbstverständlich. Wenn Allah das nicht für uns erschaffen hätte, dann hätten wir all das nicht, all dies nicht, und wir könnten gar nicht auf dieser Erde leben.
Subhanallah. Kurze Verse, 9 Verse, die den gesamten Lebenskreislauf beschreiben. Und all die Gnaden, die Allah Ta'ala uns gegeben hat, uns aufzeigen, das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Sondern dahinter steckt ein Wesen, was weise ist und was wissend ist, was all dies bis ins kleinste Detail geplant hat und dann erschaffen hat. Ohne diesen Planer, ohne diesen Weisen, Al-Hakim, diesen Allweisen, ohne diesen Al-Alim, den Allwissenden, könnte all dies nicht entstehen. Und im Grunde genommen wissen wir das alle. Wir lernen das jeden Tag in der Schule, oder? Jeder von uns hat das gelernt in Biologie, in den Naturwissenschaften. Und subhanallah, dann verleugnen wir es und tun so, als wäre das durch Zufall entstanden. Wie dumm doch ein Mensch ist. Innal insana ladhulumun kaffar. Der Mensch ist was? Ja? Entschuldigung, nein. Ich wollte einen anderen Vers nehmen. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wajiba fa abayna an yahminaha wa ashfaqna wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Ah. Der Mensch ist ungerecht und was? Und unwissend. Subhanallah. Ungerecht. Ja. Wir tun so, als würde dies durch Zufall entstanden sein und verleugnen den Schöpfer, der uns all dies gegeben hat. Stellen uns über ihn, sagen, warum sollte ich mich vor ihm niederwerfen? Ja. Ach, Religion, lass mich mal in Ruhe. Ich lebe mein Leben. Denk doch nur einmal nach. Es kann doch nicht durch Zufall entstanden sein. Ist doch nicht so schwierig. Die Zeichen sind so deutlich, so klar, dass im Grunde genommen nur ein Blinder sie verleugnen kann. Und selbst ein Blinder spürt die Sonne. Er sieht sie nicht, aber er spürt sie. Und ich als Mensch, der gebildet ist, der gelernt hat, verleugne all die Zeichen, die so klar sind wie die Sonne am helllichten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer die Zeichen Allahs erkennen lassen und uns niemals zu den Ghafilin gehören lassen. Amin ya Rabbil Alamin. Das ist der erste Teil. Wir müssen hier wirklich aufhören, weil die Zeit darüber ist. Und jetzt kommt die Überleitung zum jüngsten Tag. Ich gehe davon aus, dass wir 3 Teile haben werden. Ich glaube nicht, dass wir nächste Woche beide Teile, den Rest der Sura vollständig besprechen können. Wir schauen mal, wie weit wir kommen werden, inshallah. Aber das ist sozusagen der erste Teil dieser Sura gewesen. Und nächste Woche machen wir dann weiter. Bi'idhnillahi azza wa jal. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati. Wa tawasaw bil haqqi. Tawasaw bis-sabr.